Ja, die Pasta-Party vom Vorabend saß manch einem heute Morgen wohl noch in den Knochen. Die meisten aber waren gut vorbereitet für die 73 Kilometer bis nach Pfronten. Die erste Etappe heuer vergleichbar mit der des Vorjahres, wenn auch körperlich anspruchsvoller, wie Rennleiter Marc Schneider weiß. Da sind einige knackige Anstiege drin, zum Beispiel zur Burunhütte, das ist ein echter Kracher, da werden einige wohl schieben müssen. Verspreche ich, sehr sportlich, anspruchsvoll. Eine schöne Strecke, 2758 Höhenmeter, ist ein gewaltiges Brett da, wenn sich einige Zähne ausbeißen. Sonthofen-Fronten, die Königsetappe der diesjährigen Trans-Germany. Der gejagte Heuer, eindeutig der Schweizer Christoph Sauser. Vorjahressieger der Trans-Germany und vor allem amtierender Weltmeister im Cross-Country. Hinter ihm lauerten 800 Fahrer, alle hungrig und gut gestärkt. Der Favorit aber gelassen vor dem Rennen, trotz der Wetteraussichten. Denn wie schon letztes Jahr drohten am Sonthofener Himmel auch heute wieder graue Regenwolken. Und die machten den Veranstaltern durchaus Sorgen. Ich glaube, dass heute auch noch auf der Strecke Regen sein wird. Und ich werde auch die Leute im Briefing darauf hinweisen, dass sie doch bitte die Abfahrten vorsichtig nehmen. Wir haben zwar keine Trails, aber Rollschotter. Und wenn der nass ist, könnte es gefährlich werden. Also aufpassen. Der Start dann pünktlich um 10 Uhr. Das Feld machte sich auf den Weg nach Pfronten. Die schnellsten sollten für die Strecke gerade einmal etwas über 3 Stunden benötigen. Das Gute, der Regen blieb zumindest für die Spitzenfahrer aus. Eine schmierige Strecke und damit schwere Stürze, Gott sei Dank Fehlanzeige. Nachteil allerdings, auch heuer war Christoph Sauser damit nicht einzuholen. Mit einem Vorsprung von 1 Minute und 12 Sekunden sicherte sich der Weltmeister aus der Schweiz auch heuer wieder die erste Etappe. Der Grundstein für den Gesamtsieg ist damit gelegt. Ja klar, sozusagen die erste Etappe ist immer super wichtig. Es ist viel einfacher zu verteidigen, als Zeit zurückzugewinnen für die Moral. Und mit dem Leader Jersey fährt es sich besser. Auf Platz 2 landete Matthias Bettinger aus dem Schwarzwald vor dem Südafrikaner George David. Morgen geht es dann von Fronten aus nach Lermoos. Start ist um 9 Uhr, dann wieder mit einem gejagten Christoph Sauser und hoffentlich besseren Aussichten in Sachen Wetter.